Hi, ich bin Nine und ich zeige dir heute, wie du easy peasy einen Sichtschutz nähen kannst. Hi, ich bin Nine und ich zeige dir heute, wie du easy peasy einen Sichtschutz nähen kannst. Für den Sichtschutz habe ich einen Outdoor-Stoff verwendet, der ist UV- und wetterbeständig. Dadurch, dass er wasser- und schmutzabweisend ist, eignet er sich auch perfekt für Lunchbags, Kosmetiktaschen oder auch Utensilios. Zum Outdoor-Stoff habe ich Plastikösen verwendet. Das ist ganz cool, weil man kein extra Werkzeug braucht. Man schneidet einfach mit einer Schere ein Loch in den Stoff und setzt dann die Ösen ein mit den Fingern. Das Einzige, was du brauchst, ist vielleicht ein Schraubenzieher, um die Ösen einmal zu öffnen. Und weil das so easy und schnell geht, machen wir jetzt auch direkt weiter mit dem DIY-Teil. Für den Sichtschutz messe dir zuerst einmal deine Fläche aus. Meine ist 90 cm hoch und 2 Meter breit. Also habe ich mir von meinem Outdoor-Stoff 2,5 m x 95 cm zugeschnitten. Dann habe ich 14 Ösen und habe ungefähr 2 Meter Gummiband verwendet, um den Sichtschutz zu befestigen. Zusätzlich brauchst du Stecknadeln und eine Nähmaschine und eventuell Textilkleber. So, beginnen wir, indem wir uns erst einmal unseren Sichtschutz rundherum versäubern. Das habe ich mit einem Zickzackstich gemacht, weil man den am wenigsten sieht. Siehst du? Sieht man fast nicht. Nun alle Kanten um 2,5 cm umschlagen und einmal bügeln. Wenn alles schön gebügelt ist, einmal rundherum absteppen. Ich habe hier einen Geradstich mit der Stichlänge 3 verwendet. Das ist ordentlich Strecke und ein bisschen wie Gardinen nähen, aber das war's dann auch schon mit Nähen. Jetzt könntest du dir deinen Sichtschutz noch ein bisschen pimpen mit Tasseln, Pommeln und sonst etwas, aber ich habe es dann doch weggelassen. Nun geht's an die Ösen. Ich habe mir die Abstände ausgemessen und werde die Ösen alle 40 cm einbringen. Dafür brauchst du die Öse, eine Schere und einen Schraubenzieher, um die Ösen zu öffnen. Ich habe mir alle Punkte markiert, an denen eine Öse kommt, alle 40 cm. Dann öffne ich mir eine Öse. So easy geht das. Und schneide mir nun vorsichtig mit der Schere ein Kreuz an meine Markierung und arbeite mich so nach und nach vor, damit das Loch nicht zu groß wird. An die offenen Kanten könntest du jetzt etwas Textilkleber geben. Ich habe es aber gelassen, weil bei mir Textilkleber oftmals nicht nur da bleibt, wo er sein soll, sondern leider überall landet. So, jetzt die Öse mit dem Gegenstück schließen und fertig, das war's schon. Und jetzt alle 14 Ösen einbringen. Loch einschneiden, Öse öffnen, Öse durchstecken, schließen. Und dann geht's schon auf den Balkon und mit dem Gummiband befestige ich mir meinen Sichtschutz. Und fertig ist das Projekt. Das sieht doch gut aus, oder? Und wie findest du meinen Sichtschutz? Ich finde, es wirkt jetzt so viel gemütlicher. Hättest du vielleicht einen bunteren Stoff gewählt? Ich war immer ein bisschen am Hin und Her überlegen, wird der Stoff richtig bunt oder nehme ich ihn doch etwas zurückhaltender? Ich werde aber die Dekoration doch noch viel bunter gestalten mit Blumen und was mir dann noch alles so in den Sinn kommt. Dann hoffe ich, dir hat mein Video gefallen. Dann lass mir doch einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und drücke die Glocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Und dann freue ich mich aufs nächste Video. Bis dann. Tschüss! An meinem Balkon habe ich schon einen Sichtschutz, doch mit so einem Musterstoff wird es dann doch so viel gemütlicher. Easy gemacht mit einem mega. Das Ganze ist easy gemacht und hat einen mega Effekt. Ich habe hier Outdoor-Stoffe verwendet. Diese sind UV- und lichtbeständig. UV- und lichtbeständig ist das gleiche, ne? UV-beständig. Mein Sichtschutz habe ich mit Outdoor. Für meinen Sichtschutz habe ich Outdoor.
Für meinen Sichtschutz habe ich einen Outdoor-Stoff